und jetzt hier ins Stoppi. Ja, super Typ, da klingelt mein Handy, aber das ist egal. Wir sind hier im Rennmodus. Der Schlamm spritzt mir ins Gesicht. Gleich habe ich was im Hals und das sind keine Snacks. Jo Leute, was geht? Ich stehe hier mit dem Leo Cast, dem Yannick Hammes. Jo. Und wir fahren heute alte Hometrails von mir, also richtig alte, die ich auch schon ewig nicht mehr gefahren bin. Und hab Bock hier mit den Jungs, denen die mal zu zeigen. Zumindest Yannick kennt die eh, aber du kennst die glaube ich noch nicht. Also ich bin ein paar bin ich schon hier gefahren, ist aber schon etwas länger her. Aber hier den Einstieg kenne ich gar nicht, wir sind nochmal hin rum. Ja. Mal schauen. Also viel Spaß. Ja, Leo Cast bohrt sich jetzt mal hier vor durch den Schlamm. Ganz klasse macht er das hier. Super Körperbeherrschung. Schaut euch hier die Körperspannung an. Fabio Schäfer kürzt ab. Das ist ja unglaublich. Und hier, da fährt er die Rechtskurve, als ob es nichts wäre. Leo Cast, der rote Blitz, auch genannt. Mit seinen großen 29 Zoll Laufrädern. Ganz klasse hat er das gemacht. Bestzeit. Und jetzt hier ins Stoppi. Ja, super Typ. Da klingelt mein Handy. Aber das ist egal. Wir sind hier im Rennmodus. Der Schlamm spritzt mir ins Gesicht. Gleich habe ich was im Hals und das sind keine Snacks. Ja, super, wie das hier Leo Cast macht. Ich bin mit dem Pedal aufgeeckt. Musste mit dem Fuß absetzen. Oh mein Gott, das hat mich Sekunden gekostet. Super, Leo. Ich sehe den Trail nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leo. Rechts wäre cooler gewesen, sagt er. Wo geht es her? Wow. Das hier kenne ich jetzt auch nicht. Geht es hierher oder da oben? Ich glaube, da oben ging es her. Ich weiß es nicht. Es tut mir so leid. Also wir schieben nochmal hoch. Wir haben eben Trailabzweigung verpasst. Dann fahren wir jetzt los. Dicht gefolgt von Leo Cast. Oh, hier. Alright. Woher? Hierher. Wo geht's hierher? Hier. Oh. Alter, was ein Slide. What? Es ist rutschig, es ist nass, es ist spaßig und das ist leider, glaube ich, schon das Ende. Ja, das war das Ende, oder? Ich weiß es nicht. Aber wer runterfahren will, muss auch berghoch fahren. Das wissen wir. Leidenschaftliche Uphiller. Ganz klasse hier. Er zieht auch am Feld vorbei, er kämpft sich vorbei an Yannick Hammes. Was ist mit Leo Cast? Leo Cast, 29 Zoll. Er zieht und meine... Oh, tu doch sowas nicht. Ich mach doch nur Quatsch, ich hab nichts in den Beinen. Was soll das, Leo Cast? So, hier ein Tipp von mir, beim Berg hochfahren. Immer die Vorderradbremse in der... Klasse. Mein Herz bleibt stehen. Also wir sind jetzt gerade leider in der Treibjagd gekommen und wurden des Platzes verwiesen aufgrund von Gefahr. Gefahrenvollzug. Genau, und deshalb wissen wir jetzt noch nicht hundertprozentig, wie wir fahren. Wir wollen jetzt zu so einer Klamm fahren und hoffen, dass wir davor noch eine Abfahrt hinbekommen. Ja, und falls ihr noch beim Leo vorbeischauen wollt, der macht hier auch ein Video von dem Tag. Also hier oben seht ihr eingeblendet, YouTube-Kanal von Leo Cast. Ja, also schaut bei ihm vorbei und dann fahren wir jetzt mal auf Glück los. So. Also wir haben jetzt 12.48 Uhr und wir wurden gerade unterrichtet von einem weiteren Jäger, dass die Treibjagd noch bis 13 Uhr geht und dann können wir überall fahren. Deshalb fahren wir jetzt hier einfach nur dieses Stück her, damit uns nicht kalt wird. Und dann können wir gleich wieder schön auf Trails fahren. Also habt ein wenig Geduld. Leo Cast, der Fuchs, und Yannick Hammes, der Schlingel, haben sich jetzt was ganz Tolles ausgedacht. Berichtet doch mal.
über eure Idee. Ich dachte, jetzt eine tolle Challenge und mehr dazu wird euch jetzt der Leo erzählen. Warte, lass mich raten. Wer es schafft, nee, egal, mach. Wir fahren jetzt erstmal wieder hoch zum Trail-Einstieg. Ja. Und dann machen wir eine Challenge. Okay. Wer meine Videos schaut, hat das bestimmt schon gesehen. Und zwar hier das mit dem Bike aufheben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall legt man das Bike so hin. Kommt angerannt, muss aufs Bike steigen. Also erkläre ich euch schon direkt, wie das geht. Muss aufs Bike steigen, mit dem Fuß dann den Sattel hochziehen. Und sobald das Bike gerade ist, darf man an den Lenker packen und sollte versuchen, weiterzufahren. Erst wenn es gerade ist, darf man wieder dran packen. Ja, ja, ich glaube. Ja. Also so ist es ja einfach. Wenn du so angerannt kommst und so packst, so, ja, klar, ist es nicht stimmt. So schwer. Ja, ja. Wie? Ich denke, also ich habe jetzt gerade nicht aufgehört. Ich habe gerade Standby-Modus, sorry. Wir fahren erstmal hoch. Also das ist jetzt die Challenge, was der Leo da macht. Und wie geht es danach weiter, wenn man das jetzt aufrichtet? Dann fährt man danach einfach. Danach sollst du dann einen Lenker packen und versuchen weiterzufahren. Okay. Ja, fast. Die Wette schafft es nicht. Ich glaube ich auch nicht. War das jetzt eben von dir gezählt? Also war das. Hat das gezählt? Ich weiß es nicht, also nur, ich frage nur, damit ich weiß. Ich habe nur zwei Versuche gemacht, aber ist egal. Okay. Also es gibt keinen Gewinner, alle sind Gewinner, erst recht die Zuschauer, weil sie uns zuschauen. Wir sind alle als Gewinner geboren. Ja, erster Sieger, zweiter Sieger, dritter Sieger. Okay, kann ich? Ja. Alter! Ich sah auf jeden Fall geschmeidiger aus. Ich bin halt echt stumpf. Warte mal, bis du mich gleich siehst. Alter, Alter! Ja! Ah, mega, ey. So, jetzt musst du es schaffen, Junge. Also ich muss das Rad aufrichten und darf dann erst in den Händen zum Lenker. Hä? Genau, mit dem linken Fuß ist auf jeden Fall den Sattel hoch. Okay. Oh je, das wird ein langer Tag. Jo! Okay. Nice one! Ja! Yo! Cool. Nice! Oh. Ja! Ja, jetzt können wir endlich weiter Fahrrad fahren. Ja, jetzt habe ich hier zwei wunderbare Jungs vor mir. Sieht man auch, dass die aktive Fahrweise von Leo Karst hier in die Kurve gegangen. Und hier nimmt er den Bunny Hop. Und Janik kam es auch. Mir fliegen die Steine ins Gesicht von Leo Karst. Zum Glück trage ich eine Brille. So, jetzt geht's hier rein in den Trail. Leo Karst sucht hier eine Line. Ich auch. Wow. Ist das hier noch richtig? Ich sehe gar nichts, Alter. Wow. So, jetzt Leo Karst fährt vor. Janik kam es hinterher mit der Kamera. Was? Ich habe nichts verstanden. Wow, hier schön umgesetzt, der Leo. Da fahre ich hinten rein. Janik kam es fährt mir rein. Massencrash. Aber jeder hat es geschafft, glaube ich zumindest. Janik Hammes sollte noch hinter mir sein. Muss man richtig Trails fahren können, gell? Fabio Schäfer ganz super. Und ich fahre einfach hier gegen. Es ist rutschig. Das darf man hier nicht vergessen. Es ist verdammt rutschig. Ich glaube, mein Lenker ist zu breit. Wir wühlen uns hier mit den Stollen hindurch. Leo Karst, einfach wunderschöne Fahrtechnik. Fabio Schäfer entscheidet sich für das Herumsliden um die Kurve. Ja, und jetzt hier anbremsen. Es wird schlagartig langsamer. Das war knapp. Hier nicht ins Geländer verhaken. Mit dem Lenker. Oh. Leo Karst, da hat er sich den Vorsprung gesichert. Und hier nochmal eine Schlüsselstelle vor am Abgrund des Todes. Ja. Mensch, oh, und am Lenker noch hängen geblieben, am Baum hängen geblieben. Das hätte fatale Auswirkungen haben können.
Yeah! Nice one! Yeah. Ich habe mich in jeder Kurve, glaube ich, aufs Maul gelegt. Alter, hat's auch Spaß gemacht. Jetzt hier in irgendeiner Klamm. Die schieben wir jetzt von unten hoch und wollen die gleich fahren. So gut es geht, wissen wir noch nicht. Aber hier ist es halt schön nass durch den Bach, rutschig, technisch. Immer schöne, tolle Orte mit Leo Carsten und Janik Hammes zum Fahrradfahren. Nicht romantisch. Alter, Epicness. Ja, Trailspaß für die ganze Familie. Gut, sagt er, ja? Ja, geil. Habt ihr Spaß mit, ja? Bester Trail ever. So. Ich raff gerade gar nicht, wo es hier überhaupt weitergeht. Alter, Leo, Carsten, der Hammer, bringt hier Capri-Sonne mit. Capri-Sonne. Wann hast du das letzte Mal Capri-Sonne? Ich glaube im Kindergarten. Man muss die von unten reinstecken. Ja, genau. Man cool unten reinstecken. Echt? Ja, ja. Haben nur die coolen Kinder gemacht. Ich war nicht cool. Prost. Wie steckt man das denn da rein? Mit Schwung. Das funktioniert niemals. Doch. Ah. Prost. Hallo. Und hier jetzt der Hund? Ja, gucken wir mal. Ja. Schön nass. Alrighty. Oh, wie romantisch. Nice. Yo! Scheiße. Nice one. Oh, geil. Nice. Ist bei mir noch sauber oder verschmiert? Sauber. Bei mir? Auch. Wow. Nice. Jetzt werde ich auch noch angerufen vom Rot. Der ruft immer in den falschesten Momenten an. Guten Tag. Ist da eine Sackgasse? Ist da eine Sackgasse oder kommt man daher? Alles Hammer. Alles Hammer.
Die hätten sie ein bisschen breiter bauen können für die Lenker. Nice. Sau geil. Nice. Urban Freeride. Nee, ich dachte, hier wäre was zum Runterspringen. Du kannst hier in die LAN springen. 10 Cent. Und du bist auch. Janik Hammes, Style Queen, Alter. Alter, und hier, zack. Ja, das weckt, aber das kann ich verstehen. Also, ich meine, das muss noch mal davon. Ja. Hier, geh vor, ich will sehen, wie du reinfällst. Leo Kaas versteckt sich auf der anderen Seite der Mauer. Oh. Wir gehen jetzt noch lecker Falafel am Breitschein essen. Da gibt es so das geilste Falafel ever. Also falls ihr Falafel mögt, geht da hin. Für 4,50 gibt es eine richtig mega große Ladung. Die Jungs schon da vorne weggefahren. Das gerne mal mit der schmalen Mauer und Wheelie ausprobiert. Enduro, Junge. Das war zuerst, als ich ein Video in der Kurve versucht habe. Also mein Lieblings-Falafel-Laden hatte leider zu. Die beiden kannten aber hier zum Glück noch einen anderen. Und deshalb lassen wir uns jetzt gerade nach dieser langen Tour schmecken. Schaut auf jeden Fall beim Leo vorbei und beim Yannick. Auf Instagram, bei Leo, auf YouTube findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.